Mir gegenüber sitzt Matthias. Matthias ist von Frosted Games und wir sprechen heute mal in unserer Essen-Vorankündigungsreihe über kein Brettspiel, sondern einen Brettspielkalender, Adventskalender, der bei Frosted Games rauskommt. Matthias, für alle, die das noch nicht kennen, was ist das genau? Der Brettspiel-Adventskalender ist halt wirklich ein typischer Adventskalender mit 24 Türchen und man macht jeden Tag ein Türchen auf und dann findet man da drin Mini-Erweiterung, Goodie, je nachdem wie man es nennen möchte, für ein Brettspiel. Für welche Brettspiele denn? Oh, ganz, ganz viele. Ich weiß jetzt nicht genau, wann dieses Video online geht, aber es sind halt 24 verschiedene Spiele von ganz, ganz vielen, vielen verschiedenen Verlagen. Die meisten, also im Netz kursiert ja auch schon das Titelbild davon rum, die meisten werden wahrscheinlich auch die meisten Spiele davon erkennen, aber ich sag jetzt noch nicht welche. Wenn man sich das Titelbild anschaut, dann sieht man da wahrscheinlich Figuren wie von Looney Quest, wie von Orléans wahrscheinlich, wie von, ich habe es jetzt gar nicht mehr vor Augen, was war noch drauf, auf den Spuren von Marco Polo war drauf, oder? Was drauf war, war noch eine Bohne. Bonanza war noch drauf. Ja, also man sieht natürlich auch, dass da Carcassonne dabei ist und man sieht Rococo. Also es sind einige doch gut zu erkennen, glaube ich. Sind das denn Erweiterungen, die exklusiv in dem Kalender erscheinen oder gibt es die auch im normalen Handel? Die 22 davon sind tatsächlich exklusiv, die gab es vorher noch nie. Und die wird es auch, ob es die danach irgendwann mal im Handel geben wird, weiß ich nicht. Eins davon gab es so in der ähnlichen Form in Amerika und eins ist, sage ich jetzt mal, in einer anderen Form erhältlich. Aber der ganze Rest ist erstmal exklusiv für den Kalender und zwar auch exklusiv für 12 Monate. Was kostet der Kalender, wie hoch ist die Auflage und wo kann man den in Essen dann kaufen, wenn man sich dafür interessiert? Also der Preis wird 48 Euro sein. Kaufen kann man ihn dann in Essen an dem Stand, wo ich auch verkaufe. Das ist Halle 3, Stand J100. Und die Auflage ist jetzt nicht zu klein und nicht zu groß mit 3000 Stück. Ich denke, da wird jeder, der einen haben will, auch einen abbekommen. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, so einen Adventskalender für Spiele zu machen? Ich habe zwei Söhne. Da kauft man wohlgedrungen jedes Jahr einen Adventskalender. Die Idee, sowas zu machen, hat schon immer irgendwie rumgegeistert zwischen meiner Frau und mir. Und das war jetzt letztes Jahr so, dass ich mal wieder Adventskalender bestellt hatte. Das war so zwei Wochen vor Essen, dass ich da einfach sagte so, verdammt nochmal, ich habe jetzt gerade Zeit, ich will das jetzt mal machen. Dann habe ich eine kleine Präsentation zusammengestellt und bin dann in Essen von Verlag zu Verlag gegangen und habe das vorgestellt und habe ein bisschen hausiert und habe gesagt, hier, was haltet ihr davon? Und ich bin mehr oder weniger auf eine Tür eingerannt, waren alle von der Idee begeistert, wollten alle mitmachen und alle fanden auch gut, dass ich da als, ich sag jetzt mal, Außenstehender das in die Hand nehme und nicht irgendwie einer von den Verlagen. Und von da aus gesehen war das alles dann, es ging ganz schnell und es mit so viel Energie und positivem Feedback habe ich dann mich dran setzen können und habe da was Tolles basteln können. Ist irgendwie so eine Mischung zwischen Anno Domini und ausgerechnet Buxtehude. Wir haben eine Europakarte und diese Europakarte ist unterteilt in vier verschiedene Bereiche. Und in jedem Bereich sind unterschiedliche Länder, die auch nochmal farbig gekennzeichnet sind. Ein Spieler zieht eine Karte.